Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge meines Let's Plays vom LN17 Ostagi auf der Petite Île. So. Ja, wir haben ja gesagt, wir füllen jetzt Wasser auf. Bei der Sojamilchfabrik. Falls ich gesagt habe, ihr müsst da nicht unbedingt dabei sein, habe ich geschwindelt. Natürlich nehme ich euch da mit. So. Einmal voll machen. Und dann müssen wir eigentlich... Ja, der hier mag ja der Helfer nicht. Wie sieht es bei dem eigentlich aus? Da brauchen wir was zum Abtanken. Wo ist der Fortschritt? Da ist der Fortschritt. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch hingehen und müssen Schweinefutter... Ja, ja, ich sehe es doch. Ich komme ja schon. Da müssen wir auf jeden Fall noch Schweinefutter holen von der Fabrik. Was hat man da schon produziert? Ich glaube 500 Liter so um den Dreh rum waren es. Komm mir schon. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Der hat das Rohr so extrem weit unten. War da nicht irgendwo Stelle, wo bei Kollision war? Da. Ja, gewusst wie. Weiterfahren lassen. So. Was macht denn das Wasser? Und wir müssen auf jeden Fall noch, wo ist Stinkerchen? Stinkerchen muss schnell das Schweinefutter holen. Muss halt jetzt in Gottes Namen auch mit Dosen machen, weil die größere Kippe eigentlich zu groß ist. Der Kleine hat mir schon gefallen, die Wanne da. Aber ich möchte nicht wieder hängen bleiben. Das war echt blöd. Und ich will auch nicht nur mal jetzt einkaufen oder mieten, weil so viel brauchen wir ja dann doch nicht. Hier sollte man eigentlich mal wieder was reinschmeißen, Futtermischer, aber Blaubärchen ist gerade unabkömmlich und das ist momentan der einzige, der einen Frontlader hat. Nein, 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 nein. Du bist doch nicht jetzt schon hier schlapp machen. Also ich muss echt sagen, bei dem stört mich das ein bisschen, dass die Scheiben so irgendwie so ein bisschen blind sind, so Schlager, keine Ahnung, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so gesund ist, wenn der Schweinefutter so voll muss. 750 Liter haben wir. Nehmen wir auch gleich alles mit. So, hier ist voll. Wir kürzen jetzt einfach durch die Botanik ab. Gut, das machen wir nur einmal. Ach, jetzt ist der Stefan, der Drescherfahrer, fertig. Da müssen wir nur nacharbeiten. Ah, wieder falsch.
Naja, komm, Stinkerchen, das wirst du jetzt packen. Oha. Hust, hust. Jetzt aber? Ja. Da habe ich einen angestöpselt, jawohl. So, mit dem schnell Schweine füttern. Da können wir das auch gleich wieder alles verräumen, das gehört sowieso auf den Viehhof. Habt ihr das jetzt gesehen? Das war ja gar nichts. Ja, da müssen wir also wirklich leider gute Schweinchen veräußern. Hilft alles nichts. Können wir dann auch gleich mal mit dem Stinkerchen herrichten. Haben die da schon wieder so eine Sauerei gemacht da drin? Ich hab's jetzt nicht richtig gesehen, nur so aus dem Augenwinkel. Aber da kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern. Also es ist schon eine Dreckschleuder, das kann man gar nicht anders sagen, das kann man nicht schönreden, nein. Und so, hier haben wir die Anhänger. Ich würde schon packen, hoffe ich mal. Nehmen wir jetzt aber den etwas größeren. Aber hier mal eben schnell warten. Ich stelle euch dafür auch in den Schatten. So. Gut. Ach, ach, ach. Hier sollte man wieder alles gleichzeitig machen, gell? Zum Glück ist das alles nicht so weit auseinander. Was ist eigentlich mit dem Blaubärchen so? Beziehungsweise, was ist mit Blaubärchen los? Wieso geht der so ab? Freut er sich?
Er ist ein bisschen übermütig, finde ich. Naja, ich weiß ja nicht, was der oder was er und Hildchen, ich möchte jetzt nicht sagen getrieben, aber gemacht haben, als ich im Urlaub war. Naja, ich werde es dann sehen, wenn irgendwann winzig kleine hellblaue Raupenschlepper auf dem Hof stehen. So, dann machen wir hier weiter. Ihr seht schon, Multitasking ist alles. Noch habe ich es im Griff. Betonung liegt auch noch. Was ist denn das für ein lustiger lila Streifen im Lenkrad? Und natürlich der Schriftzug da mitten im Sichtfeld. Und ich habe gesagt, ich freue mich auf die Kartoffeln. Ich hatte mir das so schön vorgestellt. Also da wirst du ja wohl selber noch fahren können, wenn du das, hä? Tust du mir den Gefallen? Sei so scheißfeindlich, hä? Ausprobieren. So. Wie sieht es beim Wasser aus? Wasser, 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 Wasser. Wo ist es? Da sind die Schweinchen, da ist Wasser, jawohl. Ich fahre ein Stück weiter vorne hoch. Bio. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Nee, da geht's. Komm, zieh, Blaubärchen. Ja. Schön machst du das. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Schweinefutter? Jetzt müsste ich das ja wieder... Naja gut, es ist fast nichts drin und wir haben immer nur 16 Schweine, von daher. Jetzt haben wir da 3/4 Stunde Zeit, das heißt... mal gucken, man kann hier so lange mal abtappen. Tut der denn? Rüsselchen ist ja dran, oder? Ja. So. Ah ja, ich glaube, das ist wieder ganz okay, oder? Schweinefutter sind auch schon wieder 150 Liter da. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal Gülle mitnehmen müssen. Das ist natürlich schon Gülle sehr viel. Das hilft nichts. Treibstoff reicht, Gott sei Dank, 62%, das reicht noch eine ganze Weile. Sojabohnen kommen jetzt nach, aber genau, Wareneingang bis 12 Uhr nur. So, Wasser haben wir los, das heißt, jetzt nehmen wir nur mal eine Fuhre Gülle mit. So, ich darf mal Gülle auffüllen. Der ist hier schön weiter am Dreschen und dann gehen wir hin und schmeißen dann gleich mal die Sojabohnen, die wir jetzt hier runterkriegt haben, gleich wieder in die Fabrik. Können wir schon mal mit einsteigen, dann soll der jetzt damit fertig machen. Mal gucken, wie weit er kommt allein.
Sind wir mal ganz faul. Gucken wir zu, wie der Helfer arbeitet. Hallo, nicht so weit hinten ansetzen. Halt! Gut, wir machen es doch selber. Machen wir alles. Ich glaube, das war's dann auch schon wieder mit Dreschen, oder? Habe ich das jetzt richtig? Nee, die Sonnenblume müssen wir noch dreschen. Dann geht es auch bald schon in den Mais. So, dann können wir den eigentlich ausmachen. Ah, da geht's auch. Okay. Jetzt gucken wir, wenn wir uns nochmal vergewissern. Also, wo sind wir denn? So, Sojabohnen da haben wir runter. Hier sind sie frisch angesät, da sind Sonnenblumen drauf, hier ist Mais drauf. Okay, das war's dann. Dann können wir den nämlich, also der Drescher nicht, aber das Schneidwerk können wir zurückgeben. Halt. Ich hab den dazu. Okay, also Schneidwerk. Gehen wir zurück. Und habe ich gesehen, da gab es ja sowieso schon hier. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Achso, die zwei waren es. Das wird wohl auch gehen. Das hat 5,7 und das hat auch 5,7. Und alle passen sie irgendwie an den 1000, den Don 1500B. Das ist auch nicht schlecht. Gut. 5,7. Ja, dann nehmen wir aber doch lieber das, das farblich passt, oder? Würde ich schon sagen, ja. So, dann, nein, nein, nicht kaufen. Mieten, mieten. So. Das haben wir auch schon mal hergerichtet. Dann ab mit den Sojabohnen zur Fabrik. Los geht's. Ja, das wird heute wieder keine Kartoffelfolge, ihr seht schon. Ich hoffe auch, dass der Kartoffelpreis einigermaßen human dann ist, wenn wir durch sind, weil ich werde die nicht einlagern. Da hatte ich eigentlich vor, die ab Feld gleich zu verkaufen. Wir schmeißen aber trotzdem dann Rüben drauf auf das kleine Feld. Ich finde, für so Sachen ist das ideal. Hat genau die richtige Größe. Ich meine, auch wenn es jetzt ja, ein bisschen schief gelaufen ist oder ein bisschen blöd läuft, dass man es selber machen muss. Das ist natürlich dann schon ganz blöd, wenn es ein sehr großes Feld ist, weil da hänge ich dann echt ewig dran. Und dann komme ich noch mehr in Zeitnot, als ich so schon bin. So. Wie sieht es jetzt aus? Was sagen die Sojabohnen? 56%, das ist völlig okay. Das ist schön. Gehen wir jetzt gleich hin und fahren den einfach runter zu, wo sind wir denn? Da sind wir. Zu Feld 10 nämlich. Das war so unverschämt, vor einfach ohne auf die Straße zu gucken. Na,
so rum auffahren. Auf, ja genau, wir fahren einfach die gleich rein. So. Also müssen wir da auch wieder anfangen. Ich war so im Wald abgefahren. Hätte ich das nicht eigentlich müssen? Ich glaube, da oben ist eine kleine Sackgasse. So, dann würde ich aber sagen, ich komme für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.